Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K20, das Community Universe, das Evoverse. Es ist erstmal wieder 16 Uhr, Zeit für unsere Show Legends und im Anschluss SmackDown und unser 24-7 Championship. Und ja, Legends ist ein gutes Stichwort, denn ich habe auf Discord und auf meiner YouTube-Community-Seite eine Umfrage gestartet, weil ich mich nämlich hier nach dem Weihnachtsstream mit ein paar Leuten unterhalten habe. Und da waren wir uns eigentlich alle einig, dass Legends eigentlich die Show ist, die wirklich keinen richtig interessiert. Und die Leute, die eigentlich bei Legends drin sind, das sind gar nicht so viele, die wirklich rein wollten. Das sind überwiegend Leute, die einfach reingekommen sind, weil die anderen Shows zu voll waren. Und Sinn und Zweck von Legends war ja eigentlich am Anfang, dass wir halt die vierte Show haben, weil wieder davon auszugehen war, dass wir 100 Leute hier im Evoverse haben. Es waren auch jede Menge Bewerbungen da. Allerdings wurden auch mal, ich will jetzt nicht sagen, es wurden 100 Leute abgelehnt. Aber es waren schon sehr viele und wenn diese Leute nicht abgelehnt worden wären, dann hätten wir auf jeden Fall eine Warteliste gehabt. Ja, und dadurch ist es jetzt eigentlich so, weil wir nicht mal ansatzweise, ich glaube, wir sind nicht mal 60 Leute im Evoverse mit Abonnenten. Und deswegen ist eigentlich Legends die überflüssige Show mittlerweile. Deswegen wird es so sein, sobald der Pay-Per-View hier rum ist, Extreme Rules, wird Legends eingestampft. Und dann werden die Titel eben und die ganzen Leute natürlich verteilt. Und dann wird es Best-of-5-Matches geben. Also jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, der amtierende Midcard-Champion hier von Legends würde jetzt zu SmackDown kommen. Dann hätte er gegen den Midcard-Champion von SmackDown dann eine Best-of-5-Serie, wo es eben darum geht, wer denn dann eben den Titel am Ende hat. So, und wenn allerdings derjenige, der den Titel hatte, diese Best-of-5-Serie verliert, verliert er nicht seine Punkte in der Bilanz, die behält er auf jeden Fall. Weil wir wollen die Leute ja nicht bestrafen, die sich schon was bei dieser Show aufgebaut haben. Aber es ist einfach wirklich, mir macht es nicht mal Spaß hier reinzugucken, weil einfach, keine Ahnung. Ich habe quasi Leute hier reingepackt, die gar nicht hier rein wollten, die vielleicht gar nichts mit Legends anfangen konnten. Und ja, deswegen wird jetzt das Ende von Legends kommen. Das ist ja auch nicht nur ein Beschluss von mir. Die Stimmen sind ja sehr, sehr eindeutig, das sehe nicht nur ich so. Und ja, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir machen da weiter, wo wir in der ersten Folge des heutigen Tages aufgehört haben, nämlich mit Money in the Bank, Cash-Ins, und dann wünsche ich natürlich unseren Teilnehmern, unseren Abonnenten ganz viel Spaß und natürlich viel Erfolg in der heutigen Folge. Und es geht los mit Kurt Angle gegen The Rock, da setzt sich The Rock durch, El Brojo gegen Rex de Reyes, da setzt sich El Brojo durch. Dann haben wir Gully gegen Mankind, da setzt sich Gully durch, Sebastian gegen Booker T, hier setzt sich Sebastian durch, Eddie Guerrero gegen Sting, da setzt sich Eddie Guerrero durch, Goldberg gegen Ric Flair, da setzt sich Goldberg durch, der Macho Man gegen den Ultimate Warrior, hier setzt sich Randy Savage durch, dann Chris Hergico gegen Steve Raymond, da setzt sich Chris Hergico durch, ja, und dann ist hier unser Cash-In, und zwar El Drago gegen Hulk Hogan. Schwung ist schnell, Einzug ein, los geht's. Jo, und wir sind mal wieder in der verbuggten Arena von Legends. Das ist halt auch so einer der Gründe, warum ich einfach auch keine Lust mehr auf diese Show habe. Weil einfach, keine Ahnung. Ich habe auch andere Arenen ausprobiert und es klappt nicht. Und ich möchte jetzt nicht wieder in diese Mixed-Match-Arena einsteigen. Das ist einfach, ja, sehr, sehr frustrierend, was hier so passiert. Und leider muss man sagen, nach 2K18, wo ich bereits schon mal einen Versuch gemacht habe mit den Legenden hier im Spiel, ist es mal wieder gescheitert. Und ja, kann man jetzt nicht ändern, war auf jeden Fall jetzt für mich der letzte Versuch, um Legends hier irgendwie als Show oder auch diese Wrestler zu etablieren. Die werden alle verschwinden und da wird auch kein Edge und kein Christian irgendwie in irgendein Ranking reinkommen, sondern die werden alle wieder zurück in die wohlverdiente Rente gehen. Ja, dann kommt jetzt hier der El Drago zum Ring mit seinem Koffer. Schauen wir mal, ob sein Cash-In erfolgreich sein wird gegen Hulk Hogan. Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Ich denke mal, von allen Gegnern, die man so haben kann, ist wahrscheinlich Hulk Hogan der schwierigste. Also auch von allen Money in the Bank Teilnehmern, die wir hier haben. Oder am Money in the Bank Gewinnern. So, da steigt er aufs oberste Seil. Präsentiert der Welt wieder seinen Briefcase. Ja, dann wird das Ding hingestellt. Und dann warten wir mal auf den Champion. Hollywood Hulk Hogan. Jetzt erst ja hier der Ringrichter. Kriegt er erstaunlicherweise gerade mitgeteilt, dass der Cash-In kommen soll.
Hätte, glaube ich, niemand mitgerechnet. Ja, die Musik ertönt. Der Hulkster ist unterwegs, allerdings nicht mit Jimi Hendrix, sondern hier mit Real American. Superstar in the history of sports entertainment. Und da ist er. Mit auch einem WWE Championship, der echt schön war und auf jeden Fall deutlich hübscher als das, was wir heute haben. Aber gut. Das ist halt mittlerweile die Ausrichtung der WWE. Dann warten wir mal, bis der Hulkster am Ring angekommen ist. Den Entrance ziehen wir uns heute mal rein. Whether he's wearing yellow and red or black and white, when Hollywood Hogan competes, it is always the main event. He made event at 8 of the first 9 WrestleManias, changed the world of sports entertainment with the NWO. Na komm, das reicht, würde ich sagen. Dann überspringen wir den Rest. Wir gucken uns zumindest die Ankündigung vom Match an. Introducing the challenger from Mexico City, Mexico, weighing in at 200 pounds, Drago. Warum klappen jetzt hier die Namen? From Hollywood, California, weighing in at 251 pounds, he is the WWE Champion, Hollywood Hogan. Genau der. Der Hulkster. To hold one of the biggest titles in WWE means you're one of the best in the industry. Titel übergeben. Hoch damit. Und ja, dann schauen wir. Hogan auf jeden Fall mit Widerstand. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das hier für Drago leicht wird. Hogan für mich der schwierigste Gegner, wo man eincashen kann. Verbrät auch schon mal direkt seinen ersten Reversal. Aber nicht unerfolgreich. Great evasion. Na, jetzt geht's gegen das Bein. The challenger wants something just within reach and the champ wants to hang on to that crown. We'll see who comes out on top. Ja, ein Sling Blade. Mit einem Dropkick gegen den Kopf. Und Hogan wieder mit einem Reversal. Shoulder Block. Und Belly to Belly Suplex. Was ein Hogan-typischer Move. Also sehen Sie auch, Drago schon im gelben Bereich, komplett gelb. Hogan hat noch ein bisschen grün. Immer noch sehr viel grün. Jetzt geht's aufs Seil und kommt angeflogen und eigentlich sah es verunglückt aus. Ja, Hogan steht doch jetzt auf. Nächster Scoop Slam. There's nothing better than two superstars battling with a title on the line. But when it's the WWE title at stake, it doesn't get any better. Jetzt Choke am mittleren Ringseil. Und der Backbreaker. Also Drago hat hier bis jetzt gar nicht so viel zu melden. Und nächster Belly-to-Belly-Suplex. Drago schon im orangen Rumpf.
Muss auch mal erwähnt werden. Ja, Neckbreaker. Allerdings Hogan bleibt unversehrt. Jetzt kommen wieder diese OP-Moves. He's a ball of energy right now, but we'll see if it lasts. Ooh, brutal body shot. Na, das ging jetzt wieder schief. Hogan ist auch so langsam gleich hier im, also gleich auf zumindest hier, wenn wir den Gesundheitszustand von El Drago und Hogan angucken, dann ist es da fast unentschieden. Und Hogan hat jetzt seinen Signature, kommt jetzt zum Einsatz. Bis jetzt noch nicht. Aber der Reversal. Takedown wird das hier genannt. Das ist hier bei der UFC. Opossum von El Drago. Und da wird sogar das Comeback wird von Hogan gekontert. Und jetzt geht's doch noch durch. Gut, aber auf der anderen Seite ist es jetzt eigentlich überflüssig gewesen, denn er hat ja sowieso fast ein Comeback gehabt. Und jetzt Hogan hier mit einem Atomic Drop. Wieder Reversal. Pinfall gegen Hulkster. Kickout. Und da steht er wieder auf. Und wieder Drago, war da schneller. Und das sieht nach dem Superplex nach draußen aus. Tut dem alten Mann nicht weh. Nein, das ist ein Spanish Fly. Aber Hogan hat ja noch seinen Widerstand. So, jetzt der Pinfall. Ja, das war aber klar. Und wieder Atomic Drop. Oh, da kickt Hogan ihn einfach um. Der Signature ist jetzt erstmal noch nicht da. Und da kommt der Leg Drop vom Hulkster. Und der Pinfall. Reicht das? Jo, Hulk Hogan verteidigt seinen Titel. Und wir haben den ersten, ja, Fail Cash-In des heutigen Tages. Vielleicht kommt noch einer dazu. Und Hulk Hogan setzt sich also hier in diesem Match durch. Und ich glaube aber auch, dieser Titel, das stand für mich eigentlich nie zur Debatte, dass er den verlieren wird. Weil er einfach so ein heftiges Ranking hat. Oder Rating hat. Und dann halt auch noch dieser Widerstand, wo einfach mal wieder klar geworden ist, wie effektiv dieser Move doch ist. Na gut, ja, während der Hulkster hier am Feiern ist, Hollywood Hulk Hogan, gehen wir dann mal weiter und schauen, was uns hier heute sonst noch so erwartet. So, dann schauen wir mal hier in die News rein, was wir da haben. Das Verhältnis von Le Young und Morris McDonald ist definitiv von Respekt geprägt. Die beiden Superstars zeigen ein spannendes Match, das sich dennoch durch einen fantastischen Sportsgeist auszeichnet. Dies könnte der Anfang einer Kameradschaft sein, die durch den Wettkampf im Ring geschmiedet wurde. Und dessen Enttäuschung motiviert Reeves Ding, den Superstar raus, den vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hatte. Ric Flair erschien, es entwickelt sich ein angespannter verbaler Austausch über die Mikrofone. Es scheint, dass ein entscheidendes Match zwischen diesen beiden Rivalen in den nächsten Wochen bevorsteht. Ja, Rivalitäten
haben wir dann momentan nur 2 Stück. Also da sieht man auch einfach, dass hier wirklich bei den Abonnenten nichts passiert hier in dieser merkwürdigen Show. Ja, Edge ist auf der 1, das ist auch schön. Wo ist denn Christian? Habe ich den gerade überlesen? Ich hoffe, ich habe den überlesen. Kann doch nicht sein, dass Christian so weit zurück ist. Was ist der denn? Da, auf Platz 15. Wow, und das als Tag-Team-Partner. Na gut, Leute, ja, dann wären wir hier jetzt bei Legends fertig und gehen dann mal zu SmackDown rüber. Und SmackDown Live beginnt mit dem Match zwischen Ricardo Baleska und Baron Corbin. Da setzt sich Baleska durch. Dann hätten wir Damn Nass mit einer Promo. Wird von Shorty G unterbrochen. Dann haben wir Steven Bishop gegen Mark Barrett. Da setzt sich Mark Barrett durch. Halilu hat es mit Double X zu tun. Da setzt sich Halilu durch. Dustin Harper gegen Lawrence Miller. Da setzt sich Dustin Harper durch. Außerdem Nakamura gegen PCH. Hier setzt sich PCH durch. Dann haben wir Roman Reigns gegen Daniel Bryan. Dann setzt sich Roman Reigns durch. Jonas gegen Cesaro, da setzt sich Jonas durch. Ja, und unser Match mit dem Cash-In, das war ja für heute angekündigt. Killer Gamer gegen den Black Dragon. Dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen kann. So, jetzt habe ich den ganzen Spaß nochmal neu gestartet, weil ich eben vergessen habe, auf Einzug einzustellen. Das gehört auf jeden Fall beim Championship-Match dazu. Juhu. So, da kommt Mr. Money in the Bank. Ich glaube, das wird auch schwierig für ihn. Ich kann mir vorstellen, das ist das zweite Match, wo ein Cash-In schief gehen wird heute. Denn, also jetzt siehst du gegen Killer Game einfach. Black Dragon, das ist einfach eine Maschine mittlerweile. Da wird, glaube ich, nicht so viel möglich sein. Aber lass uns überraschen. Das Spiel hat uns ja schon oft jetzt gezeigt, dass es auch anders gehen kann, als das, was erwartet wurde. Ja, dann ist er mit diesem Koffer im Ring angekommen. Ich hoffe, dass nicht mehr dieser Bug existiert wie letztes Jahr, wo die trotzdem die Koffer behalten haben. Das gab es nämlich in 2K19. Musste ihm erst die Koffer abnehmen. Challenger just moments away from this golden opportunity. He had better be focused, Cole, because this is easily one of the most important matches in his career. Ja, da posiert er nochmal. Und dann sehen wir jetzt, wie er den Titel den Koffer übergibt. Und der nächste blaue hier kommt jetzt. Wobei, nee, der ist ja grün eigentlich. Also der Titel ist blau. Also eigentlich von den Farben her passt ja der Titel. Würde passen zum Killer Gamer. Ich kann euch sagen, das gibt auf jeden Fall eine interessante Sache dann, wenn nämlich jetzt der Killer Gamer gewinnt. Deutet vieles auf ein knackiges Triple Threat Match dann bei Extreme Rules hin, weil ja auch Baleska noch ein Rückmatch hat. So, einer der wenigen Titel, die hier funktioniert haben von meinen Downloads. Ja, der Dragon. Black Dragon. Gucken wir uns mal kurz den Einzug an, bis er zumindest im Ring angekommen ist. Und eine große Opportunity für den Champ, um zu beweisen, dass es wirklich niemand besser ist in all of WWE right now. Ich bin wirklich gespannt. Also ich kann mich jetzt komplett vertun. Ich kann auch richtig liegen, aber ich glaube trotzdem, Dragon ist hier Favorit. Das ist ein ausgeruhter Dragon. Und das wird eine krasse Nummer werden. So, dann überspringen wir das mal und warten auf das Championship-Match, auf die Ankündigung, auf die Vorstellung. Gott, der Titel ist ja genauso blau wie der, den wir da im Ring gesehen haben. Introducing the challenger from Germany, weighing in at 207 pounds, the Legend Killer,
Jason. Okay. And introducing the champion from Cologne, Germany, weighing in at 275 pounds. He is the Dragon. What? Der Titel gerade hin und her geglitscht ist. So, da übergibt er dem Ref den Gürtel. Der zeigt ihm nochmal hier dem Killer Gamer. Hoch damit. Ja, und dann geht's los hier in dem Match. Beide mit den gleichen Paybacks. Snapmare Suplex, Snapmare German Suplex gegen Dragon. Als bester Start von Killer Gamer. Wo hat Dragon eigentlich schon die 15% her? Bulldog. Ja, und da fällt er aber nicht um. Und Vertical Suplex vom Black Dragon. Ja, wie wieder gekontert. Und DDT. Und das Opossum. Aber nur knapp bis 2. Belly to Belly Suplex gegen Killer Gamer. Und da kommt jetzt auch mal das Opossum zum Einsatz. So, das käme von Baron Corbin. Aber Killer Gamer macht auf jeden Fall Dampf. Hat noch mehr Gesundheit. Und ja, auch mehr Prozent. So, jetzt gibt es hier einen Pop-Up-Cutter. Der Champion kann sich jetzt mal wieder befreien. Only 316 Punches. Ich weiß, die heißen das, aber ich nenne sie immer wieder so. Und jetzt Killer Gamer wieder mit dem Reversal. Und flippt erstmal aus. Und DDT auf den Ringrand. Ja, und es geht direkt wieder in den Ring zurück. Gelber Rumpf und Kopf bei Dragon. Signature soll kommen vom Killer Gamer. Und da kommt der Spear und der sitzt. Aber Kickout vom Dragon. Ja, da muss jetzt langsam was kommen. Das ist bisher komplett enttäuschend. Double X-Handle, sitzt auf. So, und jetzt Dragon mit dem Comeback, so wie es aussieht. Allerdings hätte er das gar nicht gebraucht. Jetzt der Pin voll. Nach diesen Punches, das reicht natürlich immer noch nicht. Und es geht wieder in die Ecke. Ringrichter geht K.O. Und das ist jetzt auch mal wieder eine Kraftdemonstration. Oh mein Gott! Was ein End of Days war das denn jetzt gerade von Dragon? Pinfall. 1, 2. Kick-out vom Killer Gamer. Der hat noch seinen Finisher. Ich denke mal, das wird jetzt über die Ecke gehen. Ja, da kommt der Tornado DDT, aber das ist gefährlich. Er muss ihn an den Ring zurückwerfen.
Tja, und anstatt ihn da reinzuschmeißen, bearbeitet er ihn jetzt draußen. Und das war eigentlich jetzt ein Geschenk für Dragon. Der übrigens auch wieder einen Widerstand hat. Ja, geht's jetzt im Ring wieder weiter. Also, tatsächlich ist hier dieses mit den Countouts bisher gut im Griff heute. Jetzt Killer Gamer will's Comeback zeigen. Und es geht gut. Und das gibt hier diesen GTS mit Kinshasa hinterher. Und jetzt Dragon. Also da kam wieder nach dem Signature kein Pinfall-Versuch von Killer Gamer. Wieder Kickout, aber gut, ist auch klar. Und zumindest hat Dragon seinen Widerstand behalten. So, und das könnte jetzt vielleicht ein Avalanche RKO geben. Oder doch nicht. Was macht der denn mit ihm? Und dann zieht er das, beziehungsweise drückt sich auf den, und da soll der RKO kommen. Ich glaube, der wird definitiv durchgehen. Der RKO wird so selten gekontert. Jo. Aber Dragon hat ja noch seinen Widerstand. Kickout. Mit Widerstand. Tja, 2K hat mit dem Patch gefühlt die Kontersperren und Konter eigentlich fast komplett abgeschafft, habe ich das Gefühl. Rainmaker DDT darf auch nicht fehlen. Kein gutes Match von Dragon heute. Jetzt kommt mal ein Reversal. Vielleicht kann er jetzt mal ein paar Akzente setzen. Neckbreaker. Bringt sich auch in den Signature-Bereich. Ja, da hat er den Signature und jetzt bin ich gespannt. Ja, und der Killer Gamer kontert den mal. Und das sind natürlich jetzt gute Voraussetzungen für ihn. Ja, er gibt über den Signature her. Ja, und das wird jetzt, glaube ich, immer noch nicht die Entscheidung bringen. Denn dem wird er wahrscheinlich wieder draußen hier attackieren. Das ist auch so, was ich finde. Es müsste möglich, dass dieser Oh My God Move höchstens einmal gezeigt werden kann in dem Match. Ganze Impact geht dadurch verloren. Aber halt mich nicht für verrückt, aber ich glaube trotzdem, dass Dragon in der Favoritenrolle ist mit seinen 55%, die er jetzt noch hat. Lustig wäre es, wenn es ein Aussehen geben würde. Und bei 8? Das gibt ein Auszählen. Es gibt ein Auszählen. Es gibt ein Auszählen. Tja. Das war's dann für den Killer Gamer. Unentschieden. Was willst du da machen? Ich kann mir jetzt hier nicht wieder so oft das Match neu starten. Der Koffer ist jetzt weg. Ich kann ja das Match nicht wieder neu ansetzen, weil wir jetzt nämlich sowieso übermorgen den Pay-Per-View haben. Das tut mir sehr, sehr leid, aber das ist halt die Macht vom Spiel. So, haben wir noch ein Main Event. Walter gegen The Fiend Bray Wyatt in das Set. Oh mein Gott, Walter, ey, was ist da denn los, Mann? Wenn The Fiend gegen Walter gewinnt, dann weißt du einfach, hier ist komplett alles kaputt, was nur kaputt sein kann. Der hat bis jetzt gefühlt alles verloren. Ja, da gucken wir mal in die News rein. Da haben wir zwei Sachen. Dolph Ziggler prügelte nach dem Match weiter auf seinen Gegner Jonas ein. Die Animositäten zwischen den beiden Superstars haben unschön gezeigt, dass es bei ihrer Rivalität um mehr geht als nur um Sieg oder Niederlage. Das hier ist persönlich, es wird brutal werden. Eine alte Rivalität loderte auf, nachdem Damn Ness seinen ehemaligen Feind in den Ring gerufen hatte. Chad Gable kam, die beiden hatten eine hitzige Debatte über die Mikrofone und zeigten sich mit dem Ergebnis ihres letzten Matches unzufrieden. Sie wollen die Rechnung begleichen, wenn der Einsatz am höchsten ist in einem Championship-Match.
Wie schön. Rivalitäten. Haben wir zwei Slots. Ne, ein Slot frei. Okay. Und ja, ins Power Ranking gucken wir dann auch nochmal. Luke Dupont auf der 1 vor Damnesk und Derek Gordon Jr. dem Killer Gamer. Dann gucken wir uns diese Liste nochmal an und kommen dann so langsam auch zu unserem 24-7 Match. Und da bin ich gespannt, wer heute dran ist. Ich weiß es mich tatsächlich nicht auswendig. Und Tour 5 Live geht heute los. Natürlich wieder mit unserem 24-7 Match mit schnellem Schwung und keinem Einzug. Gentleman Jack Gallagher, Mojo Rawley, Brutus The Barber, Briefcake, Death Psycho, Rose McDonald, Stephen A. Bishop, Jeff Hardy und der Champion Adam Jackson. Dann drücken wir unseren Abonnenten allen die Daumen und los geht's. So, dann schauen wir mal. Death Psycho haut erstmal hier Mojo in die Ecke und Jeff Hardy mit einer Hurricane Rana befördert er hier den ersten nach draußen. Ich glaube, das war der Morris McDonald, wenn mich jetzt nicht alles getäuscht hat. Kommt das hin? Hier das ganze Match drin. Da ist noch einer, jetzt habe ich ihn mitbekommen, Mann. Wer ist denn jetzt rausgeflogen von den Abonnenten eben? Also Jack Gallagher ist raus. Mojo haut Death Psycho raus. Der Champion ist aktuell noch drin, aber jetzt Stephen Bishop. Nee. Kann das nicht nutzen. Ja, Mojo kann sich auch nochmal retten. Oh, jetzt Jeff Hardy gegen Stephen Bishop. Und immer noch Mojo gegen Brutus Beefcake. Und jetzt Brutus Beefcake, da ist Mojo in der im Weg. Den kann er nicht rausschmeißen. So, jetzt geht's zu Jeff Hardy. Ich denke mal, jetzt wird er ihn rausschmeißen. Yo, Adam Jackson mit der Eliminierung gegen Jeff Hardy. Und Reversal und Kontersperre bei... Ne, doch keine Kontersperre. Aber ich denke mal, jetzt wird Adam Jackson noch Mojo raushauen. Steht sehr dicht neben ihm. Ja, dann scheint keine Lust. Gameplay ist on fire. Und jetzt Bishop. Rush and Maxi. Und Jackson immer noch mit drei Finishern. Wieder gekontert. Und jetzt lebt... Oh, Stephen Bishop, amtierender 24-7 Champion. Jetzt bin ich gespannt, ob er das hier verteidigen kann. Oder ob er jetzt auch noch gleich rausfliegt. Ich glaube, jetzt stehen die Zeichen für Brutus erstmal schlecht. Nee, er kann schon mal befreien. Bishop, keiner von den dreien hat gerade einen Finisher. Am ehesten dran ist jetzt Brutus mit 111%. ...1,39 noch. Und es liegt ein Double Countout. Oder eher ein Unentschieden in der Luft. Und der hat irgendwie... Ja, er hat gekontert. Der Bishop. Hat jetzt ein Signature. Reversal Mojo. Jetzt wieder in die Ringecke. Und Mojo ist amtierender 24-7 Champion. Und jetzt wird es noch spannend. 1 Minute 10 ist noch. Holt sich Brutus noch den 24-7 Championship oder bleibt es bei Mojo? Das hat ja momentan keinen Finisher. Ich glaube, der kann es nur über die Ecke regeln. Ja, Brutus stachelt die Fans hier an.
This Beefcake is really feeling it. Look out here. Und das geht schief. I gotta say, I'm impressed. Perhaps thinking about what. Und jetzt bin ich gespannt. Fliegt er noch raus? This is gonna be a tough one to get. Angeschlagen ist er ja. Gut, ihm kann es egal sein im Endeffekt. Er ist ja sowieso amtierender 24/7 Champion. Ob er jetzt rauswirft oder da so rumsteht. Jetzt wird es vielleicht mal schwierig für Mojo. Oh, jetzt wird's knapp. Nee, das war's. Mojo ist 24/7 Champion. Das steht also fest. Brutus hat es nicht schaffen können. Ja. Schade, schade für Steven Bishop, der konnte sich das Ganze am Ende nicht sichern und wir sind damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Video mal einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir euer Feedback wieder in die Kommentare, bin sehr, sehr gespannt. Die Links zu meinen Social Media Accounts findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt, Facebook, Twitter, Instagram. Link zu meinem Twitch-Kanal, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlassen würdet. Und ansonsten täglicher WW2K20-Content auf meinem Kanal. Wenn ihr da Interesse habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Momentan gibt es auch das neue Wasteland Wanderers DLC auf meinem Kanal. Also schaut gerne mal hier euch auf meinem Kanal um. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir ja dann in Zukunft öfters voneinander hören würden. Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus. Wenn ihr mitmachen möchtet, schaut auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr alle Informationen, um hier beim Evoverse mitmachen zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch dann allen noch einen schönen Montag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.